Ich bin Pia, ich bin 23 und ich studiere Lehramtssonderpädagogik. Wie bist du darauf gekommen, Lehramtssonderpädagogik zu studieren? Ich habe ein FSJ gemacht und bin dann eben drauf gekommen, dass ich eben mit Menschen mit Behinderung etwas machen möchte und habe mich dann auf verschiedene Dinge beworben, unter anderem soziale Arbeit und eben auch auf dieses Lehramt. Und bin dann ganz kurzfristig noch in das Lehramt reingerutscht und habe mich dann dafür entschieden, dass ich das eigentlich am liebsten machen möchte und habe das dann angefangen. Was genau hast du in deinem FSJ gemacht? In meinem FSJ habe ich einen Jungen mit einer geistigen Behinderung betreut in einer Grundschulklasse. Der war dort inklusiv beschult, heißt mit ganz normalen Kindern in der Grundschule war der in der Klasse und der hat eben ein bisschen Hilfe gebraucht und mit dem habe ich dann eben immer Unterricht gemacht und war eigentlich immer so für ihn da, wenn er irgendwie Hilfe gebraucht hat. Habe ihn dann auch immer zum Hort gebracht und genau, dann war ich außerdem noch in der Kinderbetreuung. Die waren dann am Wochenende oder in den Ferien da bei der Caritas, so ein Kindergästehaus heißt es. Und genau, da habe ich dann auf die Kinder aufgepasst und mit denen Sachen unternommen. Und, ja. In welcher Phase deines Studiums steckst du gerade? Ich bin jetzt gerade im 5. Semester und das ist bei uns ein Praxissemester und ich bin jetzt eben immer 4 Tage an einer Schule und 1 Tag an der Hochschule. Wie sieht für dich der Alltag an der Schule aus? Ich komme hier morgens an, die Kinder kommen auch an, die kommen meistens mit den Schulbussen, manche sind auch Selbstfahrer, heißt die kommen ganz normal mit der S-Bahn hierher und dann wird erstmal alles Organisatorische besprochen, was alles so gemacht werden muss. Und dann gibt es einen festen Stundenplan hier in der Klasse und dann beginnt eben der Unterricht, wie eben auch in einer ganz normalen Schule. Nur, dass die Schüler hier manchmal ein bisschen länger brauchen oder ein bisschen mehr Hilfe brauchen. Was ist der größte Unterschied zwischen Lehramt an einer Regelschule und Lehramt an einer Sonderschule? Also der größte Unterschied ist eigentlich der pädagogische Aspekt. Du hast an einer Sonderschule natürlich ganz andere Lerntypen. Du hast zum Beispiel Schüler, die eben viel langsamer lernen oder hier an der Schule hauptsächlich Kinder, die eben eine körperliche Beeinträchtigung haben, zum Beispiel ihre Hände nicht so bewegen können oder nicht sprechen können. Und dann gibt es eben verschiedene Hilfsmittel, die man nutzen kann und die muss man natürlich alle im Studium kennenlernen und auch, wie man das einsetzen kann. Viele Schüler haben hier auch einen anderen Lebensweg bestritten, den jetzt normale Kinder bestreiten, haben Vorerfahrungen nicht gemacht, haben, wenn sie eben körperlich eingeschränkt sind, konnten sie nie krabbeln, nie laufen lernen, konnten nie irgendwie ihre Umwelt so entdecken. Und hier an der Schule werden sie eben, oder wird ihnen die Chance gegeben, diese Vorerfahrungen zu machen. Und das ist, da wird eben auch ganz viel drauf geachtet. Es geht nicht nur darum, dass sie irgendwas lernen vom Englischen, Mathe, Deutsch. Natürlich steht es auch im Vordergrund, aber sie müssen natürlich auch ganz viele andere Sachen lernen. Was gehört da zum Beispiel dazu? Also wie unterscheidet sich der Alltag der Schüler hier von einem Schüler an einer Regelschule? Also es kommt natürlich immer auf die Klassen drauf an, wie fit die sind. Aber viele Schüler müssen zum Beispiel auch gewickelt werden oder müssen haben eben pflegerischen höheren Aufwand, müssen vielleicht auch können sie selber die Pflege an sich selber machen bei Klogängen oder sowas. Sprich, kommt oft mal vor, dass ein Schüler eben später in den Unterricht kommt, weil er eben länger auf dem Klo braucht oder sowas. Da wird dann auch nicht gesagt, ja, warum bist du zu spät gekommen oder was ist los, sondern da ist es eben ganz normal. Hast du da manchmal auch Berührungsängste? Also es ist am Anfang immer so, wenn man die Kinder nicht kennt, ich denke, das ist bei allen Kindern so, dann ist man erstmal ein bisschen zurückhaltender, aber sobald man die Kinder kennt, braucht man da überhaupt keine Bedenken mehr haben und dann ist das genauso wie normalen Kindern. Du gehst ja auch nicht gleich auf irgendein Kind zu und umarmst es und sagst, ah, und wie geht's dir, sondern gehst das erstmal langsam an und das ist genauso hier. Aber richtige Berührungsängste hatte ich es eigentlich noch nie. Was war dein schönster Moment an der Schule? Hier der schönste Moment war, glaube ich, als eine Schülerin zu mir gesagt hat, können Sie nicht noch ein bisschen länger bleiben? Warum müssen Sie schon wieder im Februar gehen? Und das hat mich dann schon sehr berührt, weil ich dachte, okay, du wirst von den Schülern angenommen, du machst irgendwie was Sinnvolles, du machst was, du kriegst eben was zurück und das war schon was Schönes. Wenn du dann wieder zurück im Studium bist, wie sieht da dein Alltag aus? Also ich besuche verschiedene Seminare und Vorlesungen zu verschiedenen Fächern. Also zum einen hat man 2 Fächer, die man sich eben frei wählen kann. Eins davon ist entweder Mathe oder Deutsch, bei mir ist es Deutsch. Und dann noch ein ganz frei wählbares Fach, bei mir ist es jetzt zum Beispiel Englisch.
Dann haben wir eben Seminare und Vorlesungen in diesen Fächern. Dann haben wir Seminare in Erziehungswissenschaften, in Psychologie, in unserer jeweiligen sonderpädagogischen Fachrichtung. Was gefällt dir am besten an deinem Studium? Also die sonderpädagogische, den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt, das ist sehr interessant. Also es ist auch was, was man so im Alltag nicht kennt. Natürlich so Psychologie hat man vielleicht schon mal gehört, irgendwie im Fernsehen irgendwas gesehen oder sowas. Aber diese sonderpädagogischen Aspekte, mit denen wird man ja im Alltag nicht konfrontiert oder kennt das jetzt auch nicht so. Gibt es auch negative Aspekte, also sei es jetzt in der Schule oder im Studium? Im Studium habe ich manchmal das Gefühl, Sachen lernen zu müssen, die ich später nicht brauche. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Ja, das ist manchmal, ist dann nicht die Motivation nicht ganz so groß, das dann zu lernen. In der Schule ist es schwer. Ich fand es am Anfang schwer, als Lehrerin hier akzeptiert zu werden, weil ich jetzt ja nicht so alt bin. Also die Schüler hier sind in meiner Klasse jetzt zumindest so alle 14, 15. Da muss man sich dann doch ein bisschen Respekt verschaffen und als Lehrerin angenommen werden. Das fand ich ein bisschen schwierig, aber jetzt richtig negativ fällt mir jetzt so spontan gar nichts ein. Was glaubst du, was du in 10 Jahren machen wirst? In 10 Jahren hoffe ich, dass ich als Sonderschullehrerin an einer Sonderschule oder auch an einer Regelschule in der Inklusion oder sowas tätig bin und hoffentlich noch glücklich mit meinem Beruf bin und da dann auch richtig reingefunden habe und Erfahrungen gesammelt habe, die ich dann eben immer weiter ausbauen kann. Was glaubst du, was man für Charaktereigenschaften mitbringen muss, um deinen Beruf auszuüben? Zum einen sehr viel Geduld. Also es gibt Kinder hier, die sind sehr, sehr langsam. Es gibt aber auch Kinder, die sind so sprunghaft in ihren Reaktionen, dass man auch viel Geduld braucht, weil es nicht immer so klappt, wie man es geplant hat. Also ich plane hier einen Unterricht und ich bin ziemlich sicher, dass es genauso nicht abläuft. Und da braucht man eben auch die Geduld und auch so eine Spontanität, das Ganze dann eben auch anders wieder zu machen. Wie gehst du mit schwierigen Situationen im Unterricht um? Ich glaube, wie jeder andere Lehrer auch. Entweder man ignoriert sie, je nachdem, was es natürlich ist, oder man versucht eben auf die Schüler einzugehen. Oft haben die ja irgendeinen Grund, sie fühlen sich angegriffen, sie haben irgendwie einen schlechten Tag, irgendwas ist morgens schief gelaufen, irgendwas stimmt körperlich nicht, sie haben irgendwelche Sorgen oder so. Also oft musst du versuchen, auf die Probleme einzugehen, wenn denn welche da sind. Du musst sehr individuell auch auf die Schüler eingehen und das vielleicht nicht vor der ganzen Klasse besprechen, weil da wird sich der Schüler garantiert nicht für dich öffnen. Vielleicht hilft es ja, wenn du sagst, ja, was ist heute los? War heute Morgen irgendwas? Gibt es mit irgendjemand Stress? Das hilft meistens. Gibt es denn große Leistungsunterschiede innerhalb der Klasse? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt, hier ist ja eine Schule für Körperbehinderte, und da haben wir alle Lerntypen dabei. Da haben wir welche, die wollen oder werden wahrscheinlich auch ihren Werkrealschulabschluss machen. Es gibt aber auch welche, die einen Förderschulabschluss machen werden oder einen anderen Abschluss. Also man merkt es schon sehr, wenn man mit den einen Schülern lernt, der kapiert sofort, das ist gar kein Problem, und dem anderen kannst du es 5-mal erklären und es kommt vielleicht nicht so an, wie du es gerne hättest. Was ist die größte Herausforderung für dich? Die größte Herausforderung ist, alle Schüler abzuholen. Also natürlich es gibt keine Garantie, dass du alle Schüler weiterbringst und alle Schüler nachher was lernen. Aber du hast eben so viele unterschiedliche Lerntypen, dass du versuchen musst, irgendwie alle gleich zu behandeln, dass jeder ein Ziel erreichen kann. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Hattest du vor deinem FSJ schon Berührungspunkte mit behinderten Menschen? Nein, gar nicht. Also ich habe auch eigentlich immer gesagt, dass ich sowas gar nicht machen möchte. Und nachdem das aber mit Studium nicht geklappt hat, habe ich gesagt, okay, ich stelle mir jetzt hier eine ganz neue Herausforderung. Ich versuche das jetzt und wenn es mir nicht passt, dann kann ich immer noch aufhören. Und habe dann aber gemerkt, hey, das sind irgendwo ganz normale Kinder, mit denen kann man genauso viel Spaß haben. Die sind meistens noch lustiger drauf, sind meistens nicht so langweilig. Und man kriegt eben schon von den meisten Kindern sehr viel zurück. Und das ist schon schön. Was würdest du anderen empfehlen, die das Gleiche machen wollen?
Also man muss auf jeden Fall offen sein. Und es hilft oft, wenn man davor schon FSJ in diesem Bereich gemacht hat. Es ist einfach doch eine andere Welt. Es ist nichts, womit man im Alltag normalerweise viel zu tun hat. Und so ein FSJ hilft dann doch meistens. Und ja, man muss auch offen sein für alle möglichen Situationen, die auf einen zukommen. Man darf nicht zu eingeschränkt in seinem Handeln sein. Man muss immer schön flexibel sein und spontan. Mein Tipp an euch, wenn ihr Lehramt Sonderpädagogik studieren wollt, dann seid einfach offen und habt keinerlei Berührungsängste. Es sind ganz normale Kinder und ihr kriegt so viel zurück.